Moin Jungs, Adi's back und heute habe ich für euch ein Tutorial, wie ihr eine Froschfarm oder einen Frogbreeder in Minecraft 1.19 ganz easy bauen könnt. Also Like da lassen und dranbleiben. Als erstes bauen wir den Boden der Farm und das sind 9 Blöcke in der Breite und 10 Blöcke in der Länge. Jeweils in die Ecken setzen wir dann einen Lichtblock, damit hier drin auch alles schön ausgeleuchtet ist. Als nächstes gehen wir einen Block weiter nach außen an beiden Seiten und bauen mit Glas hier erstmal eine Wand drum. Ihr könnt natürlich auch irgendwo eine Lücke lassen, um eine Tür hinzusetzen, damit wir hier später auch rein können. Aber ansonsten hier überall Glas hinsetzen und darauf achten, dass ihr keine Lücken lasst. Und das Ganze insgesamt 7 Blöcke hoch. Und die Ecken könnt ihr euch sparen. Ihr müsst das Ganze auch nicht aus Glas bauen, aber es ist halt schön, wenn man dabei zugucken kann, was da drin geschieht. Streng genommen könntet ihr das Ganze aber auch in den Boden bauen. Als nächstes gehen wir auf eine der längeren Seiten und nehmen genau in der Mitte hier diese 4 Blöcke weg, nehmen daneben hier drunter nochmal die 2 Blöcke weg und setzen auf diesen Block dann nochmal eine Tür, dahinter nochmal ein Stück Glas und dann hier so schräg drüber nochmal 2 Blöcke Glas. Außerdem füllen wir hier das dann schon mal wieder auf. Als nächstes erweitern wir hier das nochmal mit einem weiteren Glasblock und setzen dann hier komplett an den Rand Powdered Snow, einmal ringsrum. Vor den Powdered Snow kommt dann wieder komplett Glas. Dann gehen wir nach unten, machen hier drunter wieder eine komplette Glasdecke und füllen dieses komplette Becken mit Wasser. Als nächstes setzen wir hier vorne die Kiste hin und gehen mit unserem bunten Glas hier 2 Blöcke hoch, gehen dann schräg darüber, setzen nochmal 2 Blöcke. Das machen wir auf der anderen Seite genauso, damit wir dann quasi hier diese Form haben. Kann man schwer sehen, ich weiß. Hier setzen wir nochmal 2 Glasblöcke hin. Als nächstes gehen wir hier nochmal hin und setzen nochmal 2 von den bunten Gläsern und dann da drauf 2 Stonecutter. Als nächstes setzen wir hier einen Observer hin, genauso wie auf der anderen Seite. Und hier lassen wir eine Lücke frei und setzen dahinter auch nochmal 2 Observer. Hinter die Observer können wir komplett einmal Baublöcke setzen. Und hier neben den Observer und neben den anderen Observer 2 Sticky Pisten. Moin, Zukunfts-AD hier. Der Pisten muss nicht neben den Observer, sondern einen Block weiter nach hinten. Und dann muss das natürlich auch angepasst werden, genauso wie auf der anderen Seite. Habe ich irgendwie verpennt. Also einfach hier über Kreuz bauen, dann sollte alles funktionieren. Und jetzt zurück zum eigentlichen Programm. Genau wie hier hinten nochmal 2 Sticky Pisten. Dann mit einem Block dazwischen hier drauf nochmal 2 Observer. Hinter die Observer machen wir hier nochmal so ein U, was dann genau bis zu der Höhe der Pisten geht. Und dann setzen wir da drüber genau nochmal 2 Observer, dass die Observer genau über den Pisten sind. Anschließend setzen wir hier oben drauf komplett einmal Redstone. Genauso wie hier in der Ecke einmal ein Noteblock und hier so dran eine Lampe. Das sagt uns dann immer, wenn ein neuer Frosch bereit ist. Anschließend setzen wir hier über die Lücken überall einen leuchtenden Block. Ist egal, ob ihr dabei die Froglights nehmt oder Glowstone oder was auch immer. Hauptsache es spendet Licht. Dann gehen wir hier nochmal oben drüber, setzen einen Glasblock und einen normalen Baublock und machen hier einen Schalter dran, den wir auch anmachen. Anschließend können wir auf der Höhe der Pisten den Rest des Daches mit Glas ausschmücken, damit die Frösche hier auch später nicht mehr rausspringen können. Und anschließend gehen wir hier einmal rein und nehmen uns unsere Fence Gates, setzen die einmal unter das bunte Glas überall und unter die Observer und dann setzen wir die alle so, dass sie exakt 2 Blöcke nach unten gehen und dann darunter jeweils nochmal weitere Fence Gates, die wir auch alle öffnen. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen, aber quasi wollen wir das so haben, dass überall, wo hier diese Zwischenräume sind, das Wasser nach unten fließen kann und überall, wo wir das abgetrennt haben, nicht. Das heißt, wenn wir jetzt hier überall Wasser reinsetzen, das heißt überall, wo oben drüber die Froglights sind, sollte das Wasser überall 2 Blöcke tief gehen und man sollte von unten überall in das Wasser reinschwimmen können. Und überall, wo kein Wasser ist, nicht. Als nächstes macht ihr hier oben drüber die beiden Blöcke nochmal weg und setzt hier eine Trapdoor hin, die nach unten zeigt. Wenn ihr die Trapdoor dann platziert habt, müsst ihr irgendwie eure beiden Frösche hier reinkriegen. Im Survival werdet ihr die da irgendwie reinschubsen müssen und dann ganz schnell das Dach wieder draufsetzen. Aber da wir im Creative sind, können wir natürlich auch einfach von unten hier die beiden Racker reinspawnen. So, und da Frösche exakt einen halben Block groß sind, ein Stonecutter aber ein bisschen höher ist, hängen die hier fest, kommen also weder da ins Wasser noch nach hier vorne. Nach oben können sie auch nicht, weil da ein Dach ist. Und sie werden durch die Trapdoor auch noch voneinander getrennt. Das heißt, sie können nur in diesem Block bleiben. Aber mit F3 und B sieht man, dass sie sich trotzdem sehen können und dass die Hitboxen hier komplett drin sind. Und das heißt, wenn wir denen jetzt Slime Balls geben, können die trotzdem Liebe machen, wenn sie denn wollen. Und sie können trotzdem hier dieses Wasser erreichen. Und da seht ihr schon, sind die neuen Tadpoles, also quasi der Laich der Frösche. Dadurch hat der Observer dem Pisten jetzt das Signal gegeben und er hat den Observer runtergezogen. Dadurch kam das erste Signal. Und wenn die Tadpoles dann irgendwann schlüpfen, wird er wieder hochgeschoben und wir kriegen das zweite Signal. Das kann leider bis zu 10 Minuten dauern, bis die Viecher schlüpfen. Deswegen werden wir jetzt einfach mal kurz warten und sehen uns gleich wieder.
Und da hat man es gerade gesehen, die Tadpoles sind geschlüpft, der ist wieder oben und wir haben es auch gehört, die Tadpoles werden jetzt hier nach unten ins Wasser gelangen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Manchmal wird das ein bisschen dauern, aber streng genommen sollen die hier durchs Wasser runterploppen, da sehen wir schon. Und hier drin werden die dann aufwachsen zu richtigen Fröschen. Man kann das noch beschleunigen, indem man den Slime Balls gibt, aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Deswegen werden die hier einfach so ein bisschen rumtümpeln. Und während die wachsen, erkläre ich euch nochmal ganz kurz oben, warum wir das so bauen, wie wir es gebaut haben. Das Problem ist, man kann Frösche nicht automatisch mit Slime Balls füttern lassen. Die werden dann einfach ausgespuckt, die Slime Balls. Das heißt, jedes Mal, da sehen wir die neuen Tadpoles, das heißt, wir müssen warten, bis sie wieder breeden können und müssen das dann manuell machen. Das Gute ist, selbst wenn das hier mit Tadpoles schon belegt ist, kann man die nach kurzer Zeit wieder füttern und die speichern das quasi, bis es dann wieder frei wird und legen dann instant wieder neue Tadpoles. Und um halt mitzukriegen, wann das möglich ist, brauchen wir halt hier dieses kleine Notifikationssystem. Ist nicht schön, ist auch definitiv nicht für AFK geeignet, aber besser geht es halt gerade noch nicht. Die 1.19 ist aber auch erst ein paar Tage raus. Und da ist auch der erste Frosch geschlüpft. Der wird jetzt gleich hier aus dem Wasser rausspringen und dann wird er hier auf den Powdered Snow laufen und runterfallen wie ein Dumbatz. Und dann ist er hier unten und von hier unten können wir ihn ganz leicht mit einem Slime Ball rauslocken oder natürlich ihn einfach an eine Leine tun und dann können wir ihn in den Nether bringen zu unserer automatischen Froschlichtfarm, wozu ich auch schon ein Video gemacht habe. Das findest du jetzt oben rechts verlinkt. Aber wie ihr natürlich hier seht, gibt es drei verschiedene Arten von Fröschen, die je nach Wärme des Bioms, in dem sie leben, sich ändern. Das heißt, in normalen Biomen werden Frösche rot, in warmen Biomen wie dem Dschungel, wie wir gerade gesehen haben, werden sie weiß und in kalten Biomen werden sie grün. Jetzt nochmal eine größere Variante derselben Farm. Das heißt, streng genommen müsst ihr euch, wenn ihr alle drei Formen der Frösche haben möchtet und damit auch alle drei Froglight-Variationen, dreimal diese Farm bauen. Und das ist leider der einzige Weg, den es im Moment gibt. Aber hier ist nochmal eine Liste für euch eingeblendet, in welchem Biom welche Art der Frösche bei der Farm rauskommen wird, sodass ihr gucken könnt, welches davon ist am nächsten an eurem Standort. Somit wird es dann ein bisschen einfacher. Aber wie dem auch sei, das war es mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat und euch weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und abonniert doch außerdem auch noch meinen Kanal für mehr coole Minecraft 1.19 Videos. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.